Hey Freunde, willkommen zur diesjährigen Einkaufstour. Diesmal starten wir ein bisschen anders, weil ich gehe nämlich jetzt zu Fuß zu Lidl und meine ehemalige Arbeitskollegin, die Losfee, die kommt dann nach Lidl zu 7 Uhr. Ich gehe jetzt 6.25 Uhr, gehe ich jetzt los zu Lidl und deswegen starten wir die Einkaufstour. Jetzt hier alleine. Also Freunde, wir sehen uns gleich, wenn es weitergeht. Lidl, ja, bisschen Katastrophe, aber wir haben noch ein bisschen was gekriegt. Die Magic Gin, zweimal den ja, Discovery, die Fantastic Sky Shots, 8 Vulkane, mehr war nicht da, zweimal Flashbang, Double Crusher und zweimal Superfly. Jo. Und die Losfee ist da. Es stehen auch schon wieder 20.000 Autos. Ja, vor allen Dingen, sonst interessieren sie sich auch nicht für den Laden. Ja, wir sind wenigstens vorher noch da gewesen, immer. Jetzt hier im Fräsmann, da ist die windige Losfee. Und die windige Losfee zeigt jetzt, was wir gekauft haben. Ja, haben wir einmal Tischbomben, ja, vier Stück. Sind für die Amy. Dann haben wir hier einmal Blizzard. Naja, Blink also Blizzard. Klingt bizarr. Achso, ja, ich kann es aber nicht. Ich hab da, die Ohrträger meiner Brille. Ja, dann haben wir hier dreimal die böse Sekretärin, ja, wer auch immer das sein soll. Dann haben wir noch eine was? Und eine Mu, eine Mäh und eine wütende Heidi haben wir. Ach, zeig ich ja mal, warte. Das ist aber nicht so wütend, die Heidi. Ja, nee. Kann gut das nicht. Wir machen gleich weiter. Wir fahren rüber zu Penny und dann zu Netto. Erstmal zu Netto. Ach nee, das ging anders. Dann geh doch zu Penny. Dann geh doch zu Netto. So, gut. Jetzt machen wir noch mal eine kleine Zigarettenpause. So. Und rauch. Ach, du rauchst ja nicht mehr. Scheiße. Merchandise von Apple Explosion. Was? Ach so. Ja. Back to grow. Pyro. Pyro. Was hast du denn heute? Ja, also hier. Back to grow, sagt sie. Ja. Lass mich. Also Max, schöne Grüße, back to bro, ne? Also nicht mehr back to sis. Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Wütende Heidi? Nein, das andere. Blink bizarr. Blink bizarr. Blink bizarr. Jetzt müssen wir uns nur noch hören. Hören. Vor allen Dingen, der Autofahrer denkt jetzt, wir haben den gewunken. Du kannst heutzutage alles sein: Mann, Frau, Schrank, Delfin, je nachdem. So, Freunde, also wir waren noch im Penny, wie gesagt. Wir haben zweimal die Barbarian mitgenommen. Das ist wirklich eine Empfehlung. Eine schöne Batterie für 13 Euro. Ich war dann schnell noch mal drüben im Fressmann. Ich habe nämlich die Schnuckiputzi vergessen. Die Babykacke für einen Freund. Zweimal römische Lichter. Einmal diese Crackling römischen Lichter. Und das Nummer 1 Rocket Pack von Leslie. Ja, würde ich sagen, gehen wir gleich rüber zu Netto. Mikro an. Ja, ich habe Mikro an. So, jetzt gehen wir noch in Aldi. Eigentlich wollte ich nicht hin, aber naja. Aldi. So, wir sind wieder raus aus dem Aldi. Was denn, jetzt haust du ab oder was? Wir haben, naja, ich wollte eigentlich nichts holen, aber zweimal das Star Hunter habe ich mitgenommen. Die Neko-Raketen Star Wars Symphony ist eigentlich relativ günstig. Ja, zweimal Konfetti-Kanonen waren auch sehr günstig. Liebe Grüße an Apple übrigens. 2 Euro für 2 Stück. Ja, viermal die Solar Flare, Artus, Big Bombastic und die Thunderbolt. Das war's. So. Was hast du gesagt? Willst du eine Rakete anfassen? Darf ich mal deine Rakete anfassen? Ja, fass an. Oh.
Du kannst heutzutage alles sein. Mann, Frau, Schrank, Delfin, je nachdem. So, jetzt waren wir noch im Fräsmann, nee, andersrum, in Groschenmarkt. Die Strobes von Nico haben wir mitgenommen für 3,99. Die Royal Crown für 12,99 und nochmal eine Sonne für 2 Euro. Danke. So, dann gehen wir zum nächsten Stopp und der nächste Stopp ist dann schon der Klasik Händler. Wir sind auf der Zweiten Weltkriegsstraße in Krina. Wir waren gerade noch bei Hellfire. Die Sachen, die wir gekauft haben, die zeige ich euch dann oben. Sprich, wenn wir da zu Hause sind. Nachmittag fahre ich dann nochmal los mit Pyropollusion. Da klappern wir alles ab, was Norma ist und was noch? Thomas Phillips, Repo, Zimmermann. Und alles, was auf dem Weg noch liegt. Und ja, würde ich sagen. Verabschieden wir uns hier schon mal. Tschüss. Gut. Ohne mein Alter sage ich nichts. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller. Oh, ist ja lange. So. Hey Freunde, erstmal. Los, Fee. Hallo. Wir sind zurück von der, also was heißt die erste Einkaufstour sozusagen, die erste Runde habe ich mit der Losfee gemacht. Die ist jetzt vorbei und wir haben noch eine kleine Info für euch. Und zwar, das kann ja auch die Losfee sagen nächstes Jahr. Ja, nächstes Jahr feiert der YouTube-Kanal sein 10-jähriges Bestehen. Das heißt, wir haben irgendwas Besonderes geplant. Und zwar haben wir uns gedacht, dass wir einmal ein Postfach machen, wo man uns Pakete schicken kann. Da kann man dann so kleine Grußbotschaften oder sowas mit reinschicken. Das würden wir dann hier auch auspacken und vorlesen. Wir haben eine Amazon-Wishlist. Da kann man dann irgendwelche Sachen bestellen. Aber natürlich könnt ihr da auch irgendwelche Sachen uns schicken, wo ihr sagt, hier, das ist so lustig oder so doof, dass es schon wieder gut ist. Mhm. Das müssen die beiden auf jeden Fall auspacken. Sowas in der Art, wie gesagt, kein Zwang. Einfach nur zum Spaß an der Freude. Ja, Gewinnspiele wird es geben. Und ja. Also mindestens 10 Gewinnspiele. Also es sollte auf jeden Fall 10 Gewinner geben, wenn nicht sogar 20, aber da sind wir noch so ein bisschen am Überlegen. Ja. Naja, 10 Jahre. 10 Jahre, ja. Können auch 20 sein, ist ja nicht schlimm. Was ich noch sagen wollte, ist, bei der Wishlist bei Amazon zum Beispiel ist das ganz gut. Das ist einfach eine Liste, da haben wir jetzt allen möglichen Scheiß draufgeschrieben, auf Deutsch gesagt, nützliche Sachen und unnützliche Sachen. Was wir gerne essen, was wir gerne trinken, was wir nicht gerne trinken. Also es ist immer so eine Sache. Und die Wishlist auf Amazon ist nicht festgeschrieben. Also wenn ihr da draufklickt, ihr könnt auch alle anderen Sachen bestellen. Die Pakete gehen dann einfach auf zu uns zur Arbeit oder in die Packstation. Packstation und die Wishlist verlinke ich euch unten. Und ansonsten war das schon mal eine kleine Info für euch. Und ich mache wahrscheinlich dann nochmal ein separates Video und dann machen wir jetzt erstmal weiter mit der Einkaufstour. Also die Losfee verabschiedet sich jetzt erstmal. Tschüss. Sagt Tschüss und ich sag Danke. Und dann bis nächstes Jahr. Ist ja nicht was schlimmer, das Finanzamt oder Ordnungsamt oder Bauamt. Steh schon zehn. Schreibt es mal in die Kommentare. verarscht! Hi! Verarscht! Die Losfit. Wir haben uns halt schon mal gesehen, aber egal. Die fährt weiter. Und wenn Sie nach vorne gucken, sehen Sie ja eine typische Moni, ja, die bei 100 einfach mal so 85 fährt! Oh. Ich hasse Menschen, ey. Okay. Eigentlich wollte der Pyroplosion weiterfahren, aber er hat Magen-Darm und hat jetzt die ganze Zeit, ich sage jetzt mal auf Deutsch, gekotzt. Und da habe ich meine Losfee gefragt, ob sie nicht noch ein bisschen Zeit hat und weiterfahren kann.
Also lasst mal ein Danke da für sie und ein Like. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Stopp. Das wird dann, denke ich mal, zum Moment sein. Tschüss. Schönes Wetter. Warum nicht zu Silvester? Ja. Wir fahren jetzt auf jeden Fall erstmal nach Kaufland. Ich will gucken, ob wir noch ein paar Vulkane kriegen. Und danach fahren wir nach Zimmermann. Weil Zimmermann ist ja auch gleich in der Nähe. Irgendwo dann. Da hinten irgendwo. Guck mal da. Doppeltoffel. Der soll wohl angeblich ja berühmter sein als der Eiffelturm. Das gibt so was, er war nicht aber was. Bitterfeld. Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Stadt geworden und so. Also, muss man schon sagen. Der Bitterfelder Bogen, der, ja, der da hinten, ja, nicht zoom mal ran. Da kann man rum, da kann man hochlaufen und dann kann man gucken. Wenn richtig gute Sicht ist, kann man bis zum Brocken gucken. Aber nur, wenn gute Sicht ist. Aber wir haben besagen jetzt, Legenden, ja. Aber wir haben jetzt schönes Wetter. Warum kann das nicht Silvester so sein? Naja, weil jetzt, guck mal, wir fahren nach Bitterfeld. Natürlich ist hier schönes Wetter. Weil jetzt, das ist die schönste Stadt im Osten von Sachsen-Anhalt. Okay, ich muss auflegen. Tschüss. So, wir waren jetzt hier noch im Kaufland. Genau. Und wir haben im Kaufland jetzt noch mal römische Lichter mitgenommen. Die Komet, ja, Pappverpackung, Packung hier, Space, Gate. Dann hier vom Kometen Bandit, einfach mal zum Testen und die Power Beamer. Und wir waren noch mal zwischenzeitlich im Lidl, da haben wir jetzt noch mal eine Superfly mitgenommen und die Pyro Sensation, die habe ich nämlich heute früh nicht bekommen. Ja, bisschen Steuerkonflikt, das war's. Und jetzt machen wir weiter zum Zimmermann. Ja, Freunde, im Zimmermann war schon fast alles weg. Wir haben jetzt bloß noch mal dreimal hier die Scream-Batterie geholt. Oh. Dreimal hier Heuler sozusagen, ohne Plastik, aber auch mit Plastik außen drum. Dreimal das Ganze und ja, zweimal römische Lichter, das war's. Wir machen weiter. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Nee, wir müssen hier rum. Thomas Phillips, aber kannst du auch erst nach Repo fahren? Ist mir egal. Weil Thomas Phillips ist da hinten. Ich hab das jetzt entschieden. Okay. Über die Wolken. Oh, ja, ja. Ist das Leben einfach gerade verloren? Hä, ja, du musst die Freiheit. Nein, geradeaus. Nein, geradeaus. Ja. Nein, geradeaus. Nein, wir fahren jetzt hier lang. Oh. Jetzt fahren wir noch zu Thomas Phillips. Oh mein ich hab Gott. Das anders jetzt entschieden. Du bringst mich ganz durcheinander. Guck mal, hier ist noch Quelle. Oh mein Gott. Gibt's das noch? Wir kennen noch die Kataloge. Also wir fahren jetzt noch zu Thomas Phillips, ja? Ja. Gut, okay. Aber da steht auch Repo. Ja, naja, du hättest aber gerade ausfahren müssen. Guck mal, da steht Krause. Jetzt fahren wir, wo fahren wir jetzt hin, der Repo? Wir fahren zu Gabelstapler, Baumaschinen. Du willst mich doch jetzt hier komplett verarschen. 25.000 Forstkapital. So, wenn jetzt noch eine Agentur-Batterie bei Thomas Phillips gewesen wäre, jetzt ist sie weg. Ja, genau. Hätte ich jetzt auch gesagt, wir müssen mit dir lang, Alter. Ja, naja, du bist doch schon wieder. Naja, rechts musst du, wenn du willst. Aber rechts ist doch da. Links, sorry. Na, also ja, du bist ja nicht gerade ausgefahren. Da ist Rebo. Okay, Bock mehr. Oh, guck mal, Paletten. Oh, hier ist eine Menge Holz. Die haben Holz vor, Leute. Ja, genau. Ja. So. Und wo soll denn hier Thomas Phillips sein? Wenn, hier ist doch nur Repo. Da drüben auf der anderen Seite, wo ich zuerst hin wollte. Jetzt fahren wir jetzt auch zu Repo. Okay, kann ich hier parken? Ja, kannst du, wenn du willst. So, also haben wir hier geholt, hier Headbanger und Pyro. Und jetzt fahren wir endlich mal zu Thomas Phillips. So gerne. Da kriege ich nämlich nichts mehr. Also, Fülle haben wir nicht mehr gekriegt. Albert war komplett ausverkauft. Wir haben jetzt hier nochmal Komet Flashback mitgenommen. Und die Hot End Ice oder Hot Ice. Ja, das war's. Auf geht's nach Norma, unseren letzten Stopp für heute. So, Freunde, ja, wir waren im Norma. Wir haben hier die Futuristic Cyborg nochmal mitgenommen, die es ja halt nicht in der Werbung gab. Eine Birds of Fire. Fire. Hier eine Sweet 16 für 3,99.
Und eine Rocket Rally für angeblich 22,99 €, aber über die Kasse ist er für 20 Euro drüber gegangen. Ja, hier Karamellfüllung und natürlich, ich sag dazu nichts. Ein Weihnachtsapfel. Ein Weihnachtsapfel, guck schmeckt mal, wie der glänzt. Oh mein Gott, das ist ein richtiger Schneewittchenapfel. Nö, jetzt auch nicht mehr. Wer kennt's noch? Ja, hier die Jelly Boomsies. Schöne Grüße an High Speed Fireworks. Hinter mir seht ihr, was wir angerichtet haben. Und ich hole euch gleich noch ein bisschen näher ran. Ich wollte nur sagen, danke fürs Zuschauen. Und ja, die Artikelvideos kommen natürlich dann erst nächstes Jahr von den einzelnen Artikeln. Und dann würde ich sagen, ich nehme euch mal mit. Wir fangen mal hinten an. Wir haben hinten hier das Nummer 1 Rocket Pack mit 27 Raketen von Leslie. Wir haben Star Hunter, römische Lichter, die 30 Schuss römischen Lichter. Wir haben hier noch ein Rocket Rally aus dem Norma. Wir haben ein 5,55 € Komet in der Pappverpackung. Wir haben nochmal das Star Hunter. Und hier sind die Starburst Symphony Raketen drin. Ein paar Rölis. So, wir machen mal hier weiter. 5 Double Crusher, 2x Barbarian, Gold Silver Stars, Profi Show 120, die Svoboda. Und, ja, Iskra. Zweimal Konfetti-Shooter. Liebe Grüße an Apple. Wir haben römisches Licht, Kalaschnikow, römisches Licht. Die neuen Reiber von Nico, Speedrunner, böse Sekretärin, Blink Blizzard, böse Sekretärin. Ja, Frankenstein Harley, böse Sekretärin, Extreme Strobe 2 von Nico. Ja, ihr seht ja eigentlich alles. 64 Schussverbund von Dumbum bzw. Klasek. Hier haben wir die ganzen kleinen Batterien. Dreimal die Superfly, weil die gefällt mir wirklich sehr gut. Skyhammer, der Magic Dance Verbund, Babykacke, noch ein paar Vulkane, Feuer und Eis, Thunderbolt. Ja. Wie ihr seht, doch ein bisschen was geworden. Und zum Schluss noch das Flashback. Tja, da würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und macht's gut, bis zum nächsten Video.